Das Helmut-Schmidt-Gymnasium in Hamburg-Wilhelmsburg. Hedy Buden ist Lehrer hier. 90% seiner SchülerInnen haben einen Migrationshintergrund, darunter viele Muslime. Sehr oft ist der Nahostkonflikt Thema. So, Herr Buden, was für einen Status hat Herr Buden? Bin ich pro Palästina, pro Israel, was bin ich? Ein Mossad-AG. Mossad-AG. Das hört man. Sie stehen ein für die Juden, die halt den Muslimen Leid antun. Als das sind sie bekannt. Als das bin ich bekannt? Ja. Inwieweit, in welchem Kontext? Ja, ziemlich überall. Ziemlich überall? Aber außer in der Klasse jetzt. Warum nicht hier in der Klasse? Weil die kennen sie. Die sehen, dass sie halt beide Seiten berücksichtigen. Also ich habe ja die extrem israelischen Seiten, denen ich folge, und die extrem palästinensischen Seiten, denen ich folge. Und da sehe ich zum Beispiel auch die ständigen Terroranschläge auf der einen Seite. Dann gleichzeitig aber auch Kinder, die getötet werden. Und das ist so etwas, wo ich selber da stehe und dann denke, scheiße, was mache ich jetzt? Hedys Eltern sind als Gastarbeiter aus Tunesien nach Deutschland gekommen. Nach dem Studium hat er sich sehr bewusst für das Multikulti-Viertel Hamburg-Wilhelmsburg entschieden. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich sehe mich nicht als Deutscher oder als Tunesier, sondern ich sehe mich als Deutscher, der einen Mehrwert mit sich bringt, der Kulturen zusammenführt. Und für mich war das schon als 16-, 17-jährigen Hedy, der alles tut, um eigentlich in dieser Gesellschaft akzeptiert zu sein. Man denkt, man gehört dazu, aber man bekommt immer wieder diesen Hinweis, man ist Deutscher mit Migrationsgeschichte, man ist Deutscher, aber. Dankeschön. Hedy unterrichtet die Fächer Politik, Deutsch, Theater und Kunst. In der Teeküche tauscht er sich mit einer Kollegin über die Lehrer-Eltern-Gespräche vom Vorabend aus. Alles überstanden? Ja, vor allem sehr emotional. Ehrlich? Ja, kommt ja immer so einiges raus, ne? Alles kommt raus. Das Coole war, zum Beispiel eine Mutter, für die war das so auf einmal so ein krasses Erlebnis, dass sie einmal alles auf Arabisch reden konnte. Wow. Und dann hat sie sich alles vom Herz gesprochen. Ja. Und sie ging so richtig dabei auf, weil sie endlich mal in diesem Schulalltag von ihrer Tochter auch sich mitteilen konnte. Ja. Schön. So. Bist du auch gleich oben? Ja, ich muss auch noch einen Zoom vorbereiten. Ja, ja, bis dann, Hedy. Schönen Tag. Tschüss. Ich wollte eigentlich nur an diese Schule kommen, mit einem hohen Anteil von Jugendlichen mit Migrationsgeschichte, auch muslimischer Prägung. Um den Menschen in der deutschen Gesellschaft zu zeigen, diese Kinder haben es drauf. Sie wollen partizipieren, sie gehören zu Deutschland, sie sind Deutsche Plus. Heute ist Mottotag am Helmut-Schmidt-Gymnasium. Die SchülerInnen tragen voller Stolz die Trachten und Fahnen der Herkunftsländer ihrer Familien. Das Gymnasium, das einzige im Stadtteil, hat sich selbst das Leitbild einer interkulturell offenen Schule gegeben. Wenn der Unterricht vorbei ist, sitzt Hedy oft bis spät in die Nacht noch in der Schule und plant Austauschprojekte zwischen seinen SchülerInnen und Jugendlichen aus Israel. Seit 2018 koordiniert er diese aufwendigen Versöhnungsprojekte. Im Kampf gegen Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus sieht Hedy seine eigentliche Aufgabe als Lehrer. Im Frühjahr 2023 fährt er mit seiner Klasse nach Auschwitz. 80 Jahre nach Kriegsende fragt sich eine junge Generation, was der Holocaust noch mit ihnen zu tun hat. Hedy möchte seine Jugendlichen für die deutsche Geschichte sensibilisieren. Wir waren in Yad Vashem mit anderen Gruppen. Wir hatten Zeitzeugengespräche. Wir haben aus erster Hand diese Geschichten verfolgen können, miterleben können. Und
Hier aber vor Ort zu sein, ist wieder was anderes. Sofort nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs wurde Auschwitz an das Dritte Reich, an Deutschland angeschlossen und man änderte seinen Namen in Auschwitz um. Im Jahre 1941 begann man mit dem Bau von Birkenau, 3 Kilometer von hier entfernt, wo die meisten europäischen Juden ermordet wurden. Menschen so wie du und ich und das fremde Gesicht ist eigentlich mein Spiegelbild. Warum mache ich diese ganzen Projekte? Der große, große Wendepunkt für mich war eine Exkursion in Yad Vashem, die Holocaust-Studies. Und für mich hatte sich schon so etwas herauskristallisiert, da muss ein Brückenschlag irgendwie gemacht werden, von der deutschen Geschichte hin zu der Auseinandersetzung mit Israel. Es hat geklappt! Auch wenn ich nicht deutsch gelesen werde, fühle ich mich deutsch. Also ich fühle mich, wie Herr Buhn auch schon bereits erwähnt hat, ich denke in Deutsch, ich träume in Deutsch. Und dementsprechend denke ich, dass meine Geschichte auch dementsprechend die deutsche Geschichte ist. Also ich sehe mich nicht anders, wenn ich ehrlich bin. Also innerlich fühle ich mich wirklich wie eine Deutsche, die zu ihrer deutschen Geschichte auch stehen muss. Zurück in Deutschland sollen Doigo und Furkan Passanten zu ihrer Haltung zum Antisemitismus befragen. Was ist Antisemitismus auf Türkisch? Ja, keine Ahnung. Raur? Nein! Ich habe gerade vergessen, was Juden auf Türkisch heißt. Yahudi. Yahudilere karşı olan nefret. İşte. Aber das ist so. Doch, die werden das verstehen, wenn man fragt. Ja, zu 100%. Aber du musst erstmal eine finden. Auschwitz. Wissen Sie, was Auschwitz ist? Erklär mir Auschwitz genauer. Im Zweiten Weltkrieg deportierte Deutschland Juden nach Polen. Sie hatten dort ein riesiges Konzentrationslager. Sollten Ihrer Meinung nach Schülerinnen aus Deutschland die Möglichkeit haben, dorthin zu fahren? Ja, jeder sollte die Chance bekommen, aus der Geschichte zu lernen. Vielen Dank. Viel Erfolg. Wie mit dem Schrank? Sie? Ja. Ja, können wir auch fragen. In Deutschland haben wir das mit dem Antisemitismus ein für alle Mal geklärt. Mit dem dunklen Kapitel haben wir in Deutschland abgeschlossen. Würden Sie dem zustimmen? Nee. Okay. Im Gespräch mit Doigo und Furkan zeigt sich, dass auch diese Passantin Antisemitismus für eine aktuelle Gefahr hält. Noch jemand anderen reden. Ja. Okay, vielen Dank. Danke für die Zeit. Ennis ist ehemaliger Schüler von Hedy Boden. Er ist 21 Jahre alt und hat palästinensische Wurzeln. Ich identifiziere mich als deutscher Palästinenser. Hier aufgewachsen, in Deutschland aufgewachsen, geboren. Palästinensisches Blut fließt aber. Fühlen tue ich mich deutsch, denken tue ich westlich. Trotzdem stehe ich zu meiner Heimat. Ennis war bei einer der ersten Israel-Reisen von Hedy im Jahr 2019 dabei. Als wir nach Israel geflogen sind, waren wir auch in Yad Vashem. Dort haben wir sehr viel über den Holocaust gelernt. Weil man hört nicht immer nur diese Zahl, 6 Millionen Juden, immer so
bezugslos, sondern dort haben wir dann auch die ganze Kuppel gesehen mit den ganzen Fotos. Das hat mir auch nochmal so einen Kick gegeben, wirklich zu wissen, was da passiert ist, wie viele und wie ausnahmslos ermordet wurde. So ohne jeglichen Grund. Die Juden haben nichts getan. Hier in Deutschland haben sie nichts getan. Bei all den Projekten von Hedy kommt privat vieles zu kurz. Oft kommt er erst nach Hause, wenn alle schon schlafen. Seine Tochter ist gerade ein Jahr alt geworden. Hedy plant vor den Herbstferien eine weitere Fahrt, damit seine SchülerInnen jüdischen und palästinensischen Israelis begegnen können. Das Treffen soll in Córdoba in Südspanien stattfinden, wo im Mittelalter Juden, Christen und Muslime friedlich miteinander lebten. Die Reise ist für den 7. Oktober 2023 geplant. Am Morgen erreicht Hedy eine Nachricht seiner israelischen Kollegin Gal. Hedy, es ist schrecklich. Wir sind sicher, aber die Lage hier ist... Hast du den Knall gehört? Alles ist durcheinander. Die Lage in allen Kibbuzim ist sehr heikel. Terroristen sind eingedrungen, sie schießen mit Waffen. Natürlich dürfen wir jetzt nicht fliegen. Hedy wendet sich mit einem Insta-Post an seine Jugendlichen in Israel und Deutschland. We are hit by reality this time. Die Realität hat uns überrollt. Wir wollten heute gemeinsam nach Córdoba reisen. Ich dachte darüber nach, alles abzusagen. Normalerweise weiß Herr Buden immer, was er sagen soll, aber jetzt, ich weiß nicht. I don't know. Hedy ist alleine mit seinen Hamburger Jugendlichen nach Córdoba geflogen. Der Austausch mit dem Titel Architecture of Hope kann nicht wie geplant stattfinden. Mich würde interessieren, wie das jetzt bei euch ist. Ihr sagt, ihr, Herr Buden, jetzt müssen wir erst recht sozusagen ein Zeichen setzen und irgendwie diese Zeit hier nutzen. Oder sagt ihr so, Herr Buden, nee, wir sind da irgendwie überfordert oder wissen nicht, was wir machen können? Ich finde es jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir etwas machen und dass wir auch mehr machen, als wir eigentlich vorhatten, weil die arabischen und palästinensischen, also beziehungsweise die arabischen und israelischen Jugendlichen ja nicht hier sind und wir sozusagen für die auch etwas machen müssen. Die Gruppe beschließt, aktiv zu werden. In den geschichtsträchtigen Kulissen der Stadt studieren sie eine Performance ein, um die Sprachlosigkeit zu überwinden. Auf Wunsch der Israelis tragen sie dabei helle Kleidung, zum Zeichen der Hoffnung. Zurück in Hamburg sind Herbstferien. Der Nahostkrieg ist eskaliert. Hedy bekommt eine Sprachnachricht von Enes. Machen Sie weiter. Ziehen Sie das durch, was Sie so lange aufgebaut haben. Das hat sehr, sehr viel gebracht. Allein schon den Gedanken der ausländischen Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule. Ich versuche ihnen innerlich Kraft zu geben, dass sie nicht die Hoffnung verlieren. Denn Hoffnung ist das Einzige, was uns bleibt in einem Krieg. Und ich fand es so krass, dass du dann gesagt hast, auch wenn das jetzt auswegslos scheint und jetzt noch viel schwieriger ist, es bewirkt trotzdem was bei einigen Leuten. Im Internet ist der Nahostkonflikt ein Krieg der Bilder. Ja, es ist hart, wie sehr dich das verändert, wie sehr das auf dich wirkt. Und es nimmt einem die Energie. Ja, das macht auch etwas mit der Psyche. Das macht wenn absolut man, was mit dir. Wenn man von morgens bis abends, deine Gedanken sind wirklich die ganze Zeit nur dort. Und das war so das, was mich in den Ferien fertig gemacht hat. Auch am ersten Schultag geht es in Hedys Theaterkurs um den Gazakrieg. Ich muss ehrlich sagen, dass
Und wenn ich den Glauben an die Menschheit so verliere, es ist wirklich krass, dann denke ich so an euch, weil ihr gebt mir so ein bisschen Licht. Dankeschön. Danke euch. Oder wie es euch geht, das ist mir am wichtigsten jetzt, zu wissen, wie es euch geht. Wenn ihr da was sagen möchtet, gerne. Man weiß nicht mehr, welcher Seite man auch vertrauen soll. Man weiß nicht, was jetzt stimmt und nicht. Deshalb fühlt man sich auch irgendwie so hoffnungslos. Ich bin sprachlos, wenn ich auch so, ich weiß nicht, wie ich das alles so rüberbringen kann, ohne ein falsches Statement sozusagen dazu rauszuholen. Weil das wird auch sehr oft halt so kritisch angesehen. Und dann werden meine Worte so verdreht. Und ich bin froh, dass wir halt so einen Safer Space hier haben. Ja. Für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ihr das halt eben sagt. Ihr habt das Recht, emotional zu sein. Ihr habt das Recht, emotional zu sein. Und manchmal ist es auch so, dass man etwas sagt, was vielleicht andere verletzt. Aber dann ist es auf dem Tisch und dann können wir sagen, wenn du es so sagst, hast du eine Kritik geäußert, die geäußert werden muss. Deswegen finde ich es sehr schön und mutig, dass du das sagst. Danke dir. Hedis pädagogischer Schwerpunkt liegt im künstlerischen Bereich. Die Kinder sollen zum Nahostkonflikt einen kreativen Ausdruck ihrer Gefühlswelt finden. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat er den jüdischen Installationskünstler Nir Alon eingeladen. Wo wart ihr gerade? Wir haben halt eben drei Mädels mit palästinensischem Background. Okay. Ich glaube, wir müssen erst mal klar machen, wie ich das sehe. Ich bin ehemaliger Israeli, habe ich keinen israelischen Pass mehr. Ich bin in Jerusalem geboren, in Tel Aviv aufgewachsen und meine Familie ist immer noch da. Das heißt, ich verstehe euch total. Andererseits, mein Kultur verstehe ich nicht mehr eigentlich. Was machen die Israelis und warum sie machen es, verstehe ich überhaupt nicht. Meine Familie wollen mit mir nicht reden, weil sie sagen, dass, wie redest du über uns? Ja, wir sind der Opfer. Und ich sage, ja, aber guck mal auf der anderen Seite. Auch Opfer. Ich fand das interessant, dass ein ehemaliger Israeli so über sein Staat, Land spricht. Ich finde das halt gut, dass er beide Seiten, beziehungsweise eigentlich seine Seite ein bisschen kritisiert, zu Recht, und sie nicht gut redet. Acht, fünf. Wow. Layla ist die jüngere Schwester von Enes. Zusammen mit Nayla bereitet sie eine Präsentation für den Politikunterricht vor. Dann haben wir Regenwald ohne Regen, dann Zahl der Wohnungslosen. Mhm. Und dann Zerstörung von 130 Tunneln der Hamas. Aber nicht nur, weil ich habe dann noch Unterpunkte. Mhm. Und zwar, dass das Schieferkrankenhaus bombardiert worden ist vom israelischen Militär. Mhm. Es sterben Kinder, es sterben Frauen, es sterben viele Menschen. Nur weil, wenn, keiner weiß, wenn da ein Stützpunkt von der Hamas jetzt sein sollte, hast du nicht das Recht, das ganze Gebäude zu zerstören und während Menschen da noch drin sind. Ich finde auch, man kann das dann auch nicht mehr Kollateralschaden nennen. Also nicht, das ist nicht mehr so, ne? Genau, da müssen wir jetzt uns eine Diskussionsfrage. Ich hatte jetzt eine Idee. Hast du schon nachgedacht? Genau. Ja, okay. Und zwar, ob die militärische Präsenz Israels im Gazastreifen aus deiner Sicht eine Selbstverteidigung ist. Meiner Meinung nach ist natürlich keine Selbstverteidigung. In der Hamburger Innenstadt soll eine Pro-Palästina-Demo stattfinden. Es gibt zwei Leute. Das ist der Neue. Und der ist genehmigt. Okay. Ja. In der Stadt? Der fängt an, 12 Uhr, Heidi-Kabel-Platz. Okay. Und Abschluss ist 15 Uhr hier. Okay. Lasst uns alle zusammen dafür einstehen, dass wir nicht nach Menschlichkeit suchen müssen, sondern dass wir uns einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit für alle. Hedi will mit seiner Theaterklasse einen Ort schaffen,
an dem die verschiedenen Narrative zum Nahostkonflikt Platz haben. Er hat Stiftungsgelder akquiriert. 10 Tage lang kann er damit die Barlachhalle K, nahe dem Hauptbahnhof, zu einem Ort der Begegnung machen. So, Girl Power, Kurdistan, Afghanistan und Deutschland. Yalla. Gemeinsam mit Nir soll im Eingang der Halle aus den Alltagsgegenständen eine Kunstinstallation gebaut werden. Eine Brücke als Zeichen der Hoffnung in Zeiten des Krieges. Das Thema ist der Krieg, der gerade nahm aus dem Tod. Und ich denke, dass alle als Einstieg Gewalt sehen. Gewalt und Zerstörung. Dünn. Ich dachte, es ging um Hoffnung und ich bin ehrlich, das sieht aus wie Terror für mich. Also es ist das Gegenteil von was ich dachte, was wir hier machen sollen. Ich glaube, jedes einzelne Objekt hat seine eigene Geschichte, aber die halten sich alle fest, um stabil zu bleiben und es sieht nicht stabil aus. Ja, aber sie helfen einander, stabil zu stehen. Wenn ich Probleme habe, jetzt allein zu stehen und du auch, aber zusammen stehen wir stabiler als jeden von uns allein. Dann vielleicht funktioniert etwas. Hedy zieht quasi in die Barlachhalle. Die nächsten 10 Tage findet sein Unterricht in den Ausstellungsräumen statt. Ihr seid auf euch selbst gestellt und schaut dann, wie wirkt dieser Raum. Es ist extra so, dass nichts fertig ist. Ja? Damit auch die Stimmen der israelischen SchülerInnen einen Platz bekommen, sind ihre Audionachrichten in die Installation integriert. Ich bin in meinem Haus. Wir wurden nicht evakuiert. Wir sind geblieben. Normalerweise ist es ein ruhiger Ort. Vögel singen, der Hund bellt. Aber jetzt hört man nur noch Bomben. Und ich kann am Knall sagen, was für eine Bombe es ist. Wir stehen in der Mitte von 2 Türmen an Gegenständen und wir wissen nicht, wann es runterfällt. Und wir sind uns unsicher und wir stehen hier mit Angst sozusagen. Die Jugendlichen haben Redebedarf. Der Nahostkrieg belastet den Schulalltag. In der Schule werden viele Themen einfach so verdrängt. Vor allem, wenn es so politische Themen sind, mögen es die meisten Lehrer nicht, darüber zu sprechen. Und wenn man auch seine Meinung dazu äußert, gucken die immer so kritisch an. Und in der Schule wird sehr viel auf Glasscherben gelaufen und man passt auf, was man sagt. Ist das immer noch so? Ja. Wirklich? Könnt ihr nicht normal ins Gespräch kommen mit den LehrerInnen? Bei der Präsentation von mir und Nayla, man hat halt immer gemerkt, dass der Lehrer für Israel halt war. Und wie Ramise schon meinte, die Lehrer sollten ja eigentlich neutral bleiben. Und das ist halt nicht schön, wenn man sieht, ja okay, der ist halt, wie soll ich sagen, ja, er steht nicht für Palästina, müsste man ja eigentlich auch nicht. Aber dass man die Seite auch nicht versteht und immer widerspricht. Also ich habe mich ein bisschen angegriffen gefühlt, um ehrlich zu sein. Und Ich finde das wichtig, dass eure Meinung hier umgesetzt wird. Und besonders, wenn ihr ein Background habt. Ihr seid sozusagen die Direktoren hier. Ja? Es ist 12 Uhr. Wir haben ein Problem, glaube ich. Wir haben die Zeit gar nicht drauf geachtet. Warum habt ihr mir nichts gesagt? Sie meinen, wir kommen pünktlich wieder los. Ja, Jalla, rennt. Rennt. Am Nachmittag helfen Enes und Leila bei der Vorbereitung zur Ausstellungseröffnung. Ich pack mal kurz die Sachen rein. Danke, Kollege. Sie schauen sich die Bilderwand an, die in den letzten Tagen entstanden ist. Das hat mich auch berührt. Die Kinder ihren Namen auf die Hand schreiben, weil sie das ja mit Bewusstsein tun. Nur, damit andere dann wissen, wer sie sind, nachdem sie gestorben sind. Ja. I don't want to hate,
Ich will nicht hassen, aber ich hasse. Ich will nicht hassen, aber ich weine. Ich will nicht hassen, aber ich schreie. Ich will nicht hassen, aber ich bin wütend. Ich will nicht hassen, aber ich habe Angst. Ich will nicht hassen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich begegnet und einander sieht und dass man weiß, da sind Menschenleben. Ich sagte, daraus hat sich sogar Freundschaften entwickelt zwischen mir und den Israelis, die halt hierher gekommen sind, beziehungsweise mit denen wir gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass so viele Palästinenser überhaupt einen Kontakt zu Juden und Jüdinnen haben. Die reden, aber man redet viel übereinander, wenig miteinander. Das ist das Problem. Enes versucht Eli zu erreichen, einen gleichaltrigen Juden, mit dem er sich bei der Israelfahrt 2019 angefreundet hatte. Er hat auf jeden Fall Internet. Aktuell kämpft Eli als Soldat in Gaza. Hello, my brother. What's up? Wie geht's dir? What's up? Wie geht's dir? Fine, bro, fine. Gut. And you? Alles okay bei dir? Yes, yes. You are not under attack? Ihr werdet nicht angegriffen? No. Nein, mir geht's gut. Alhamdulillah. I'm good, thank you. You're welcome, bro. Just wanted to end. Dieser Krieg muss aufhören. Yes, we all hope so. Das hoffen wir alle. For both Für beide Seiten, Frieden. Only the freedom. It's just fucked up. Alles ist einfach nur beschissen. It's politics, bro. Es ist Politik. Yes, it's all a chess game. Es ist nur ein Schachspiel. I hope you will be. Ich hoffe, dass dir nichts passiert. Good and fine, and nothing will happen to you. Thank you. You're a good friend. Danke, du bist ein guter Freund. We see us, bro. Wir sehen uns. See you soon. I wish. Hoffentlich bald. I wish so. Bye. Shabbat shalom. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Es ist soweit. Die Jugendlichen proben die Performance, die in Cordoba entstanden war. Heute in weißer und schwarzer Kleidung, als Symbol für das Helle und Dunkle in der Welt. Dann eröffnet der Antisemitismusbeauftragte von Hamburg, Stefan Hensel, die Ausstellung. Wer ist eigentlich Hedi Buden? Der verrückte Lehrer. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass Hedi Buden einmalig ist. In der jüdischen Terminologie würde man wahrscheinlich sagen, er ist ein Gerechter. Er ist einer, der versucht, mit Empathie, mit Zuhören die Leute aufzufangen. Und ich glaube, dass das genau das Richtige ist. Das ist zumindest das, was ich mir wünschen würde, wenn ich in eine Schule gehe, dass ich so einen Lehrer habe. Nach der Ausstellung vor der Ausstellung, nach der Vorstellung vor der Vorstellung, nach dem Projekt vor dem Projekt. In einem Videocall mit seiner israelischen Kollegin Gal bespricht Hedi das nächste Treffen seiner Jugendlichen mit den Israelis. Wir machen uns Sorgen, nach Auschwitz zu fahren. Das alles ist sehr heikel. Vernichtungslager zu besuchen kommt nicht in Frage. Das ist die nächsten Jahre nicht gesund für uns. Yes. For us to do so. But the hope part. Aber der Aspekt der Hoffnung sollte wirklich einen wichtigen Platz einnehmen. Wir müssen unsere Kinder heilen. We need to heal. Unsere Kinder und deine Kinder zusammen. Also haben wir Plan A Polen, Plan B Zypern, Plan C die Ostsee. Dankeschön. Ich danke euch. Thank you so much. Toda raba. So, jetzt kriege ich Ärger von meinen Schülern. Hola!